Hallo und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Heute mit Jürgen Herrmann. Hallo. Ja, ebenfalls hallo und euch allen auch hallo. Freut mich, dass ich da darf reden und auch Ihnen am Publikum zu dem Thema Jürgen Herrmann, Robin Hood von Liechtenstein Auskunft geben. Freut mich sehr, danke. Das war also schon die Einleitung, wir sind mitten im Thema. Ich meine, vielleicht können Sie sich noch erinnern, war in allen Haushalten drinnen. Wer ist eigentlich Jürgen Herrmann? Also ich bin jemand, der um seine Rechte kämpft. Ich bin in diesem Land von der Obrigkeit, von der Führung betrogen worden, um Millionen geschädigt. Ich führe diese 200 Millionen Klage und habe versucht, den Liechtensteinern zu zeigen oder aufzuzeigen, wo wir stehen und auch anzudeuten, wie das Ganze gekommen ist. Jetzt nur kurz nochmal zurück zur Person. Jürgen Herrmann ist ein Liechtensteiner? Ja, ich bin hier in Schaan geboren, Liechtensteiner. Ich wohne in Mauren, ich habe eine Maurerin geheiratet, eine Unterländerin. Und Kinder? Ja, wir haben drei erwachsene Kinder. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet. Ganzes Leben in Liechtenstein? Eben nicht. Ich bin eigentlich in Liechtenstein ein bisschen ein Exot nach meinem Studium. Ich war der Erfinder des Tauchcomputers, das war das Sprungbrett in den USA. Das ist der Tauchcomputer, den die Taucher am Handgelenk haben? Genau, das hat heute jeder. Das war meine Diplomarbeit. Ich habe das am Rechenzentrum der ETH reduziert, das ganze Riesenprogramm, das den menschlichen Organismus simuliert, in einen der ersten Intel-Mikroprozessoren gepackt. Alle hielten das für unmöglich, hat mir abgeraten, machen Sie es bloß nicht, hat schon der und jener Mathematiker versucht, das geht nicht. Diese Nuss habe ich geknackt. Das war mein Sprungbrett in die USA, die US Navy hat das gesehen, was ich da gelöst habe. Die wollten auch so einen Tauchcomputer entwickeln, haben sich aber da das nicht gepackt. Und so kam ich zu denen, Aufträge, Entwicklungsprojekte. Ich war Berater in verschiedenen Entwicklungsprojekten der US Navy. Wir haben in den USA gelebt, 20 Jahre. Natürlich immer wieder zurückgekommen nach Liechtenstein, damit die Kinder auch hier den Anschluss hatten, hatten wir sie ab so ein paar Monate pro Jahr hier in den Schulen. Aber als sie dann ins Gymnasium gingen, ging der Wechsel nicht mehr so einfach. Und wir mussten uns entscheiden, bleiben wir jetzt in den USA oder kommen wir zurück. Meine Frau hat sich entschieden, Jürgen, ich will zurück. Gehen wir nach Liechtenstein. Die Frauen sind schuld. Ja, schuld ist sie nicht. Schuld sind die Machthabenden in diesem Land, an dieser Misere. Es hätte alles ganz anders kommen können. Wir kommen sofort dazu. Also Sie sind wieder zurück nach Liechtenstein mit der gesamten Familie. Und Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung auf der ETH. Ja, DeepLink, ja. Genau, DeepLink. Ja. Mhm. Und jetzt sind Sie in Liechtenstein. Ja. Was haben Sie in Liechtenstein gemacht? Ich habe das eigentlich fortgesetzt, wo ich hineingewachsen bin. Ich wurde vom Erfinder zum Manager von Ingenieuren. Wir hatten ein Team von 35 Leuten im Silicon Valley, die designten Software, Software-Systeme und Chips. Und wurde dann natürlich durch das Vermögen, das ich erworben hatte, durch den Erfolg, ein Technologieinvestor, denn ich habe mein Geld wieder anderen Ingenieuren, guten Teams, Firmen zur Verfügung gestellt. Und dieses Know-how wollte ich hier einsetzen, in einen Fonds packen und dem Publikum anbieten, mit mir, mit meinem Know-how, meinen Können, meinen Verbindungen im Silicon Valley dort zu investieren, also den Bankenplatz, eine Brücke zu schlagen ins Technologiezentrum der USA. Alles technikgebunden oder technikorientiert. Genau, alles Investitionen im Rahmen eines liechtensteinischen Fonds, den ich dazu zu gründen hatte, Investmentgesellschaft, aber wir investierten in kotierte Aktien, die also an der Nasdaq, an der Börse gehandelt werden, aber ausschließlich im Technologiebereich. Also nicht in Fonds, sondern in echte Aktien? Nein, oder? Der Fonds, das Vermögen der Anleger, das in den Fonds eingeht, wird gemäß Reglement investiert in Aktien in den USA. Aber also nicht kein Dachfonds, der wieder in andere Fonds investiert, nein. Sondern in ganz konkrete Unternehmen, die Sie mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung aussuchen. Connects. Wir hatten einen riesigen Informationsvorsprung durch die Nähe zur Technologie. Wir waren in diesem Sinne Insider, technologische Insider, die natürlich eigene Vorstellungen von Märkten, Entwicklungen, Produkten hatten. Und so haben wir investiert und hatten einen riesen Erfolg. Wann war das? Also wir sind zurückgekommen zum Millenniumswechsel 2000, habe dann die Firma 2001 konzessioniert, von der Regierung konzessioniert bekommen. Das waren ja einige Hürden zu nehmen. Als nicht offizieller Fondsmanager in dem Sinn, ich hatte ja noch keine Bankenerfahrung, ich war ja der Spezialist für die Auswahl der Aktien, der Anlagen, aber wir haben dann das bekommen
und das hat mich viel Geld gekostet. Und dann kam mir der 9-11, diese Misere, und es ging mit allen Börsen runter. Ich musste eigentlich mit meinem eigenen Geld Fondsmanager spielen und konnte niemanden überzeugen zu investieren. Für 2 Jahre hatte ich nur Kosten. Aber ich habe Vorhersagen getroffen, ich habe Akquisitionsreisen gemacht in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, und meine Vorhersagen sind eingetroffen. Plötzlich gingen meine Aktien, als es dann wieder zu steigen begann, im Oktober 2002, seit 2002 haben wir ja nur steigende Börsen gehabt, bis es zur Finanzkrise, gingen natürlich meine Aktien ab wie Raketen. Überproportional. Ja, dreimal besser wie jeder andere. Wir waren in den Hitparaden der Fonds, wir hatten die beste Performance von allen Technologiefonds weltweit. Wir hatten einen der bestperformenden Fonds Europas. Das hat mich dann natürlich in die Radarschirme der professionellen Fund-of-Fund-Manager geführt. Ich wurde eingeladen, habe präsentiert und mir wurde das Geld zur Verfügung gestellt. Das sind jetzt sozusagen die Dachfonds, die nicht selbst in Aktien investieren, genau, sondern in solche Spezialfonds. Ganz genau. Die Dachfonds-Manager suchen sich die bestperformenden Fonds. Und da kommt man ja wirklich nur rein, wenn man zu den Besten gehört, weil die wollen ja mit den besten Fonds Performance generieren. Und von denen ist schon Geld in den Fonds geflossen? Dann kam erst das Geld. Zu Anfang habe ich mit eigenem Geld eben einen Fondsmanager quasi gespielt, den Fonds gehalten, am Leben gehalten in dieser schwierigen Phase. Einige Freunde aus Liechtenstein, Unternehmer, haben investiert, weil sie in mich vertrauten. Und natürlich auch kleinere Anleger, die die Performance hier sahen, was, über die Werbung. Was war das für ein Volumen in dieser Zeit etwa? Ja, das habe ich so Größenordnung im Bereich bis zu 7 Millionen gehalten. Also einstelliger Millionen. Ja, genau, also viel zu wenig für einen großen Fund-of-Fund-Manager, der natürlich gleich mit zweistelligen Millionenbeträgen einsteigen will. Und wenn ein Fonds so klein ist, kann er das nicht, weil ihm sind Regeln gesetzt. Er kann nicht mehr als eine bestimmte Prozentzahl. Er kann nur 10% von einem Fonds kaufen, und wenn sie nur 7 Millionen haben, kann er nur 700.000 einlegen, und wenn der 100 Millionen, über 100 Millionen Management verfügt, dann ist das für ihn uninteressant. Aber wie gesagt, es ist mir dann doch gelungen, einzelne Großinvestoren zu gewinnen. Wir sind noch immer in 2003. Ja, das kam dann 2003 zustande, 2004, und dann hatte ich Verträge für über 120 Millionen. Weil, stellen Sie sich vor, von Oktober 2002 bis Januar 2004 hatte ich 184% Performance. Das hat ja noch nie ein Fonds hingekriegt. Nahezu verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Die Nasdaq ist um die 40% gestiegen und wir über 180% in dieser Zeit. Also wir hatten eine fantastische Performance, und das war den Konkurrenten, meinen Konkurrenten, zu viel des Guten. Schon von Beginn weg haben sie mich traktiert. Natürlich, weil ich ganzseitige Werbungen geschalten habe und über unser Können und unsere Performance referiert und versucht, den Fonds über die Performance zu verkaufen. Haben Liechtensteiner Banken in diesen Fonds investiert? Also die LGT, der Fürst hat, weil ich ihn ja kenne vom Tauchen privat, hat er gesagt, wir machen 5 Millionen, aber dann kam dann der 9-11 und kamen dann nur 1,5 Millionen. Leider hat die LGT oder dieses Management dann nicht nachgelegt, natürlich, wieso nicht. Es ist heute alles sehr schwierig, das zu beweisen. Aber es war ein Investment von der LGT im Fonds? Ja, ein 1,5 Millionen Investment ganz von Anfang weg, aber das war das Geld eigentlich. Ja, der Fürst hat gesagt, wir machen was, Jürgen, das geht in Ordnung, ich bin interessiert. Und dann haben die Manager nicht nachgelegt, wieso wohl, das ist ja klar, nicht wegen der Top-Performance und so weiter, sondern weil wir auf der